Ich halte das Gesundheitssystem für reformbedürftig. Ich denke, dass viel Geld im System ist und dass genug Geld im System ist, aber ich denke, dass es nicht richtig verteilt ist. Ich denke, wir müssen zum personenzentrierten Ansatz kommen, weg vom institutionsbezogenen Ansatz. Das heißt, der Mensch, der eine Versorgung braucht, sollte sie bekommen, aber nicht ausgerichtet an dem, was da ist, sondern was er wirklich benötigt.